Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meiner Bücherwoche und ich habe 3 gelesene Bücher in dieser Woche mitgebracht. Oder 3, die, ja, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, eine Bücherwoche, in der tatsächlich der Winter zurück war. Denn es begann schon Donnerstagabends mit Schnee und hatte sich dann bis Freitag früh, keine Ahnung, mit 6-7 cm eingeschneit. Und mal ehrlich, Ende Februar hätte man das irgendwie nicht mehr gebraucht. Aber ja, es war ganz schön von innen anzusehen. Ihr wisst, ich bin kein Schneefan, aber ich bin froh, dass die Unwetterwarnung nicht so wahr geworden ist, wie sie angekündigt war. Es war da von extremen Glatteis, Blitzeis, stürmischen Orkan, Böen die Rede und natürlich von extrem viel Schnee. Und zum Glück ist es eigentlich nur bei ein bisschen Schnee geblieben. Nichtsdestotrotz gibt es gefühlt immer wieder Menschen, die auch im Winter, und Februar ist noch Winter, irgendwie mit Sommerreifen unterwegs sind. Und man fragt sich so, warum? Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage, die man sich stellen müsste. Ja, zum Glück war es tatsächlich nur der Tag, die Nacht und dann war am Samstag gefühlt auch schon wieder Frühling. Also vielleicht sind wir auch schon im April. Ich hatte mich auch schon mal gefragt, ob man vielleicht irgendwie einen Monat verpennt hat, aber ja. Meteorologisch ist zumindest jetzt schon der Frühling und ich freue mich sehr auf diese Jahreszeit, wenn es dann endlich draußen wieder blüht und man wunderbar in der Sonne sitzen kann und einfach das schöne Wetter einen ins Gesicht strahlt und ich dann noch mehr strahle. Sonst auch schon so gefühlt. Ja, ansonsten geht ja vom Thema her der Coronavirus in Deutschland um oder auch weltweit um. Ein sehr schwieriges Thema, was wir, glaube ich, gar nicht groß hier besprechen wollen, sollen, können. Und hier spricht die Steffi aus dem Schnitt, denn heute am Dienstag wurde tatsächlich die Leipziger Buchmesse abgesagt. Das heißt, wir werden uns nicht auf der Buchmesse sehen. Hier im Dreh konnte ich das gestern noch nicht wissen und hatte dementsprechend ja noch die Info von der Buchmesse, dass sie stattfindet. Leider nicht. Man kann auch hier darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Letzten Endes haben es jetzt andere entschieden und wir müssen uns den Entscheidungen wohl beugen. Und ich hoffe aber, dass man sich trotzdem in diesem Jahr nochmal auf irgendeinem Bücherevent sehen wird verabschiede mich jetzt weiter beim Schneiden. Sondern wir widmen uns jetzt den 3 Büchern der Woche. Begonnen hat die Woche mit Pedal the World von Felix Stark, mit dem Fahrrad um die Welt. Ein Buch, das bei mir eingezogen ist, weil ich Abenteuerbücher super gerne mag und die Vorstellung, dass jemand mit dem Fahrrad die Welt umfährt oder Ziele umfährt, fand ich sehr, sehr spannend. Dann Science-Fiction-technisch habe ich Time Stories gelesen von Christophe Lambert. Das basiert ja auf einem Spiel, von dem ich vorher aber nichts wusste, aber die Story um die Zeitreisen einfach mega spannend klang. Und im Leseklub haben wir Der Sarg gelesen von Arno Strobel. Ein Thriller, mein zweiter Strobel, und ich war sehr neugierig, ob er mich auch damit begeistern kann, denn offline, mein erster Strobel war ja im letzten Jahr ein Highlight. Und das sind die 3 Bücher der Woche. Ich habe dann noch angefangen mit dem dritten Band der Hexersaga, aber da bin ich noch nicht so weit gekommen in der Woche, um das im Grunde dann abschließend hier irgendwas erzählen zu können. Und so starten wir jetzt mit dem ersten Buch, und zwar Pedal the World von Felix Stark. Ich mag ja Reisegeschichten super, super gerne und auch besonders die, die eben nicht einfach nur mit dem Flieger irgendwo hinfliegen und da dann was erleben, wobei auch das durchaus sehr spannend sein kann. Aber so etwas Spezielles finde ich gerade, seitdem ich auch den Podcast Weltwach höre, immer wieder super interessant, welche Wege Menschen gehen, zu Fuß, mit dem Rad oder auch durchaus mit einer andernartigen Auto, mit einem Bulli oder wie auch immer. Und die Idee, dass wir hier einen jungen Mann haben, der mit dem Rad die Welt umreisen möchte, fand ich super spannend. Zumindest, und das möchte ich gleich vorneweg sagen, wird einem das ja suggeriert anhand des Covers, des Titels und auch des Klappentextes. Es kommt inhaltlich aber dann doch ganz anders. Aber gut, Felix Stark möchte eben die Welt bereisen. Er ist nach
der Schule macht er sich hier ein paar Gedanken mit einem guten Freund und überlegt sich ja, wie könnte man das machen und beschließt das dann irgendwie mit dem Fahrrad zu machen. Es geht ihm allerdings nicht um Kilometerrekorde, sondern eigentlich um das Reisen an sich, was er dort erlebt, wie er sich verändert, welche Gedanken er hat und Es wird aber nicht nur das Fahrrad genutzt, also es ist nicht so, dass er einen Startpunkt hat und dann mit dem Fahrrad losfährt und dann irgendwie versucht, mit dem Fahrrad möglichst ohne andere Transportmittel umherzureisen. Nein, es werden sehr viele Transportmittel verwendet, um von A nach B zu kommen. Es werden gefühlt nur sehr wenige Strecken mit dem Fahrrad genutzt und es wird sehr oft das Flugzeug genutzt, auch um nach Hause zu fliegen, weil irgendwas gerade nicht so läuft, wie Felix Stark sich das vorstellt und man erfährt in der Geschichte sehr viel über die Gefühle und die Gedanken und auch die Gegebenheiten von Felix Stark, sehr, sehr wenig über die Orte selbst oder gar Begegnungen mit den Menschen vor Ort und das sind im Grunde auch schon gefühlt meine Kritikpunkte an diesem Buch. Ich hatte etwas ganz anderes erwartet. Ich hatte hier wirklich einen jungen Mann erwartet, der aufs Fahrrad steigt, losfährt, natürlich irgendwo vielleicht Fähren benutzt, um übers Meer zu kommen oder längere Strecken vielleicht tatsächlich mit der Bahn zu machen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Felix Stark eher Sponsoren hat und diese gewonnen hat und die ihm diese Reise ermöglichen. Und das mit dem Fahrrad hat manchmal so den Eindruck, dass das eher vorgeschoben ist, damit es spannender klingt. Der Schreibstil ist sehr, sehr flach, hat wenig Tiefgang, wenig Tiefgründigkeit. Und selbst bei seinen Gefühlen, die er beschreibt, ist es immer sehr platt und einfach und sehr, sehr oft auch wiederholend. Es war irgendwie gut und auch unterhaltsam, aber viel mehr war es auch nicht. Also ich habe schon viel, viel bessere, spannendere, auch literarisch geschriebenere Bücher in dieser Art gelesen. Da kommt Felix Stark für mich überhaupt nicht ran. Besonders hat mich das Gejammer gestört. Also es gibt Passagen hier drin, wo immer mal wieder gejammert wird, dass die Füße wehtun, die Knie, die Achillessehne, die Oberschenkel, der Po. Ihm tat gefühlt alles weh, wenn er mal 3 Tage auf dem Rad war und ich dachte mir so, ja, mir ist das schon klar, dass das anstrengend ist und dass das auch nervt, aber du machst das doch, weil du das wolltest. Also es hat ihn ja niemand gezwungen. Und dann fragt man sich so, ob einem das nicht eigentlich klar ist, bevor man damit startet. Also mir ist klar, würde ich jetzt einfach mal einen meiner Lebensträume erfüllen und den Jakobsweg laufen, dass ich Blasen an den Füßen hätte, wohl Muskelkater des Irgendwases. Und mir ist das vollkommen klar. Und da ist dann natürlich die Überlegung, mache ich das, traue ich mir das zu? Und bei Felix Stark hatte ich das Gefühl überhaupt nicht, dass der irgendwas reflektiert hat. Zudem hat mich sehr gestört, dass er ein sehr großes Desinteresse an den Ländern zeigte, die er bereiste. Also es hat ihn gefühlt, also er hat uns sehr wenig erzählt über diese Länder, über diese Begebenheiten, die Orte, die er sah. Und es wirkte dadurch sehr desinteressiert. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, warum er die Reise eigentlich gemacht hat. Und ich muss einfach sagen, ich habe schon viel, viel, viel bessere Bücher gelesen als dieses. Ich habe auch manchmal so gedacht, ach Junge, jetzt reiß dich einfach mal zusammen. Und ich bin dennoch dran geblieben, weil mir natürlich auch so das Ende der Erfahrung von ihm irgendwie wichtig war und ich wissen wollte, was er davon mitnimmt. Ich glaube, was Felix Stark gefehlt hat, ist die Motivation. Ich glaube, er hatte kein wirkliches Warum er das macht. Und ich glaube, wenn einem das Warum fehlt, dann hat man also ganz andere Gründe, um was zu starten, um was zu beginnen. Und das Gefühl hatte ich hier leider. War irgendwie okay, mehr aber auch nicht. Ich bin froh, ich habe es ja, glaube ich, tatsächlich nur als Mängelexemplar, wenn ich mich recht erinnere, gekauft. Und mehr braucht es dann auch nicht. Also es wird auch wieder ausziehen bei mir und das, finde ich sehr schade und muss man nicht gelesen haben. Man kann, aber man sollte sich da nicht auf irgendwie zu viel freuen. Das schönste Gefühl waren noch so manche Bilder da drin, aber okay, das macht natürlich ein Buch auch nicht aus. Das zweite Buch ist dann Time Stories von Christoph Lambert, einer Science-Fiction-Story, die ich jetzt schon länger auf der Wunschliste hatte, seit ich es das erste Mal auch gesehen hatte. Es ist eigentlich ein Brettspiel. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe von dem Spiel vorher noch nie was gehört und ich habe auch extra so ein bisschen im Klappentext und in die Infos zum Buch nachgelesen, ob man das auch als Nichtspieler lesen kann und das wurde definitiv auch empfohlen und so habe ich mich sehr darüber gefreut, als mir der Verlag das Buch
Buch dann zur Verfügung gestellt hat. Eine Story mit Zeitreisen mag ich ja immer super, super gerne. Ich mag es auch, wenn innovative Ideen zu Zeitreisen immer mal auftauchen und dementsprechend war ich hier natürlich auch sehr, sehr gespannt, was sich Christoph Lambert da so einfallen lässt. Wir sind im Jahr 2014 und wir treffen auf Tess, die ist Anfang 20, ist in ihrem Leben schon viel herumgekommen, sitzt aber gerade aus verschiedensten Gründen in der Psychiatrie. Sie ist überhaupt kein ruhiger oder gefestigter Charakter und wird aufgrund ihrer Akten, ihrer Erlebnisse und auch ihrer Fähigkeiten eingeladen, an einem Projekt teilzunehmen bzw. dort auch mitzuwirken. Sie soll eine Agentin in der Time Agency werden und sich zu einem Time Agent eben auch ausbilden lassen. Warum das mit ihren Fähigkeiten und ihren Akten zu tun hat, das würde jetzt hier spoilern, deswegen lasse ich das so ein bisschen weg, weil das eben einfach für den Fortlauf der Geschichte tatsächlich dann auch spannend ist. Etwas widerspenstig kommt sie mit dem Auftrag doch irgendwie zurecht. Sie nimmt ihn an, sie ist sich aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich was für sie ist und hat auch anfangs sehr große Anfangsschwierigkeiten, gerade sich da anzupassen und auch so ein bisschen der Hierarchie hinzugeben. Ja, sie ist eben ein widerspenstiger Charakter. Doch wird dann doch so ein bisschen so, dass sie sich darauf einlässt und sie reist dann gut 400 Jahre in die Zukunft, trifft hier auf andere Menschen und auch einen Alien und soll nun die Welt vor dem Bösen retten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, klingt nach einem klassischen Plot. Irgendwer reist in die Zukunft, um irgendwas zu verändern, zu verbessern oder wirklich das Böse auszurotten. Das ist tatsächlich so, aber die Story ist wirklich grandios. Also trotz, dass es irgendwie so nach Althergebrachten klingt, nach Gut gegen Böse, Zeitreisen, es ist ein wahnsinnig gelungenes Setting, welches sehr abwechslungsreich gestaltet ist, welches bildhaft erzählt ist, welches wirklich aufgebaut ist, dass man es vor Augen hat. Und diese Settings finde ich eigentlich großartig. Die vielen Zeitreisen, die wir erleben, machen die Geschichte sehr, sehr dynamisch. Und auch die vielen Aufträge, die wir erleben, dürfen schon in diesem wohl ersten Band, es sind wohl Fortsetzungen angekündigt, bringen einfach ganz große Abwechslung mit sich. Also man hat wirklich das Gefühl, man bekommt so einen Rundumblick in diese Welt und das macht, finde ich, Christoph Lambert wirklich ganz, ganz großartig. Mit der Protagonistin, mit Tess, hatte ich anfangs wirklich so meine Probleme und ich wurde auch so über die ganze Story nicht richtig warm mit ihr, obwohl ich doch an mancher Stelle dann wieder hinter ihr stand und so dachte, Jamil, wir schaffen das. Und trotzdem konnte, fand ich irgendwie Tess einem nicht so nahe gehen, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Das wäre tatsächlich auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an der Geschichte. Die Charaktere sind durchweg sehr bildhaft und lebendig dargestellt. Auch die Entwicklungen dieser machen großen Spaß, sie zu erleben. Also wirklich, wie sie von Reise zu Reise, von Aufgabe zu Aufgabe irgendwie daran wachsen und immer wieder andere Facetten von sich zeigen. Das finde ich wirklich ist sehr, sehr gelungen. Es war unglaublich spannend und das hat mich wirklich positiv überrascht, dass ich gefühlt die Geschichte so in zwei Abendatemzüge gelesen habe, dass man 150 Seiten im Nu weggelesen hatte. Das fand ich wirklich sehr überraschend, sehr gelungen. Es ist sehr viel Action drin, es ist eine tolle Idee, der Schreibstil ist flüssig, er ist leicht, er ist lebendig, er ist schnelllebig und er macht einfach immer wieder Lust auf mehr. Und das hat man auch einfach gemerkt in der Schnelligkeit gefühlt, in der man diese Geschichte wirklich inhaliert hat, aufgesogen hat und auch immer dran bleiben wollte. Und auch gerade durch diese interessanten Ideen, die trotz einer irgendwie bekannten, ja scheinbaren Geschichte, eines bekannten Plottes, irgendwie da auf jeden Fall auch Spaß macht. Es war wirklich eine perfekte Unterhaltung, wer Science-Fiction mag und Zeitreisegeschichten toll findet, die dann tatsächlich auch irgendwie eine gewisse Logik hat, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Stil, weil der Autor zwar bildhaft erzählt, tiefgründig ist, aber auch einfach immer perfekt auf den Punkt kommt, nicht zu sehr umherschweift, sondern einen auch direkt erzählt, was er loswerden möchte. Und ich freue mich hier definitiv auf Band 2. Ich finde einfach, dass die Story so spannend
und gut gestartet ist und dass man einfach gespannt sein kann, wie das weitergeht. Ja, mit dem Spiel werde ich jetzt irgendwie nicht groß anfangen, keine Ahnung, das zieht mich irgendwie nicht so hin, aber die Geschichte, die fand ich wirklich großartig. Also wirklich ein kleines Science-Fiction-Highlight, das mich überraschend begeistert hat und ich mich sehr freue, dass ich es entdeckt habe und dass ich es gelesen habe und es hat auch einfach perfekt so ein bisschen in diese Woche gepasst. Denn ich habe parallel zu den beiden gerade genannten Büchern auch einen Thriller gelesen und zwar Der Sarg von Arno Strobel. Im letzten Jahr war für mich ja ein Highlight Offline von Arno Strobel. Das war sein erschienenes Buch im letzten Jahr, was mich ja überraschenderweise geflasht und begeistert hat. Und so haben wir im Leseklub uns überlegt, lass uns doch einfach nochmal ein Strobel lesen, ob das wirklich nur so ein einmaliges Erlebnis, ein einmaliges Highlight war oder ob der Mann tatsächlich was kann. Und so hatten wir im Leseklub, den findet ihr im Übrigen immer unten in der Infobox, wie auch alle Infos zu den Büchern. So hatten wir vier Strobels, die wir spannend fanden, zur Umfrage gestellt und Der Sarg ist es tatsächlich dann geworden. Bei Der Sarg handelt es sich wohl, was die Ermittler angeht, um einen zweiten oder dritten Teil. Man kann die Bücher aber wohl alle querbeet durcheinander lesen und das kann ich nur bestätigen. Natürlich fehlt einem vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte der Ermittler. Das hat aber gefühlt jetzt beim Sarg überhaupt nicht gestört, weil man sehr viel einfach aus den Dialogen und Gedanken mitnehmen kann und es daher gar nicht irgendwie befremdlich ist oder merkwürdig ist, wenn einem da irgendwas fehlt. Und so war ich sehr gespannt tatsächlich auf Der Sarg, was nun eben mein zweiter Strobel ist und habe mich auch sehr auf den Austausch gefreut und kann auch zumindest zum Austausch sagen, dass mir das immer wieder sehr, sehr viel Spaß bringt, mit Leuten gemeinsam ein Buch zu lesen, Leseabschnitte zu haben, über die man sich austauscht und bei einem Thriller ist natürlich das Besondere, dass man auch so ein bisschen miträtseln kann und das ist hier perfekt gelaufen. Mir hat das wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich hatte hier wirklich große Freude am Austausch. Freue mich jetzt auch schon auf das Märzbuch. Das wird ein Murakami sein und zwar die Pilgerreise des farblosen Herrn Tatsaki. Ist, glaube ich, ein gar nicht so alter Murakami. Wobei bei Murakami muss ich immer sagen, es ist so eine 50-50 Chance oder ob es abgründig schlecht ist oder einfach fabelhaft grandios geschrieben ist. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Aber wir kommen natürlich zurück zum Sarg. Es geschieht ein grausamer Mord an einer jungen Frau und diese wird in einen Sarg gelegt und stirbt im Grunde lebendig begraben, sehr, sehr qualvoll. Gleichzeitig treffen wir auf Eva, die davon erfährt, dass das Opfer dieser Tat ihre Halbschwester ist, mit der sie schon viele, viele Jahre keinen Kontakt mehr hat, was aus der Kindheit auch irgendwie zurückzuführen ist, denn Eva hat ihre eigene Mutter bei der Geburt verloren. Ihr Vater hat sich eine neue Frau gesucht, mit der eben dann auch besagte Halbschwester bekommt und es war immer ein sehr, sehr angespanntes Verhältnis zwischen Eva und ihrer Stiefmutter und dann eben auch der Halbschwester und auch als der Vater starb und dann die Stiefmutter, das war alles nicht immer so richtig harmonisch, eher genau das Gegenteil. Denn wie wir später erfahren, hat es Eva eben auch mit ihrer Stiefmutter überhaupt nicht leicht gehabt und das erklärt auch so ein bisschen dann das Verhältnis zu ihrer Halbschwester. Sie selbst versorgt, bekommt Albträume und auch Verletzungen, kann gar nicht verstehen, wie sie sich die zugefügt haben soll und hat eben genau diese Albträume, dass sie in einem Sarg liegt und lebendig begraben wird. Und als sie dann eben erfährt, dass ihre Halbschwester genauso gestorben ist, ist sie da sehr verunsichert. Denn Eva ist zudem auch ein sehr labiler Mensch, die sich gefühlt nur zu Hause aufhält, sehr ungern rausgeht. Auch die Firma, die sie von ihrem Vater geerbt hat, leitet sie nicht, sondern hat das an den damaligen Mitteilhaber ausgelagert und will davon auch gar nicht so viel wissen. Allerdings weiß man jetzt auch, dass er so ein bisschen vor der Rente steht und wem wird er das Unternehmen übergeben und das ist so, steht ein bisschen in den Sternen. Sie selbst lebt also sehr zurückgezogen und schiebt das eben auch so ein bisschen einfach auf ihre Kindheit, beziehungsweise erfahren wir das einfach. Und als dann auch noch ein zweiter Mord geschieht und sie selbst eben wieder Albträume hat,
ja, öffnet sie sich dann auch für die Polizei, für einen Psychiater und ja, auch für ihre beste Freundin und ja, dieses Rätsel lösen um den Fall. Was hat es mit den Albträumen zu tun? Was könnte vielleicht der verstorbene Halbbruder von Eva damit zu tun haben? Ruft er aus der Vergangenheit oder ja, was hat vielleicht auch der Chef der Firma von Eva irgendwie, beziehungsweise der Juniorchef, was damit zu tun? Viele, viele Geschichtsstränge werden aufgemacht und perfekt erzählt von Arno Strubel. Es war ein unfassbar spannender Thriller. Also es war tatsächlich so, dass man Kapitel für Kapitel immer wieder Spannungselemente hatte, dass sich immer wieder eine neue Tür aufgemacht hat. Manche haben sich sehr schnell geschlossen, andere sind aufgeblieben, andere, ja, taten sich erneut auf, wo man eigentlich schon den Haken dran gemacht hatte. Es war wirklich eine Geschichte, die sehr dynamisch erzählt war, die sehr spannend war, sehr packend, sehr mitreißend, sehr mitziehend. Man wirklich auch gemerkt hat, wie es einem die Energie raubt, in dem Moment, wo man es liest. Es waren sehr viele Cliffhanger-Momente innerhalb der Geschichte. Auch unsere, ja, Leseabschnitte waren manchmal zufällig sehr cliffhängig am Ende, wo man sich dachte, es kann eigentlich gar kein Zufall sein. Es ist ein Stil, der mich wirklich mitgerissen hat. Gerade die Szenen, ja, die in dem Sarg spielten, die mit den Opfern zu tun hatte und auch mit der Vergangenheit von Eva, die haben mich manchmal schon so ein bisschen meinen Atem gekostet. Also ich saß wirklich auch manchmal sehr, sehr atemlos vor der Geschichte. Es gab auch Momente, wo ich danach einfach mal kurz über was anderes nachdenken musste, damit mir das nicht zu nahe geht. Ich habe hier thrillertechnisch definitiv meine Grenze erreicht, nicht überschritten, aber schon so, dass ich dachte, puh, also viel mehr. Und es wäre vielleicht in eine andere Richtung tatsächlich abgedriftet für mich. Also es ist ja, gerade Kinder, Tiere, das ist ja immer so ein Thema, was bei mir nicht geht, und darauf muss man sich hier auf jeden Fall einlassen. Das Problem war natürlich, dass ich gar nicht groß wusste, auf was lasse ich mich hier ein, weil ich hier auch gar nicht groß nach dem Klappentext irgendwie was Rezension oder so angesehen habe. Ich habe mit vielen Dingen nicht gerechnet. Ich fand es aber dennoch sehr gelungen, wie Arno Strobel die Fäden zusammenzieht, was er uns zeigt, wie er draufhält, dass er eben auch im richtigen Moment wieder wegschwankt, dass so, dass ich das als vielleicht nicht ganz so abgebrühter, gewaltverträglicher Mensch irgendwie auch noch lesen konnte, ohne dass es mir zu viel war. An manchen Stellen wollte Arno Strobel, denke ich, zu viel. Und das Ende kam mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu schnell. Es hat für mich ein logisches Ende, ein erklärbares Ende. Manche Türen haben dahin geführt, andere waren eher so zum Schein da. Ich glaube, dass dem Buch tatsächlich so 50 Seiten am Ende noch ganz gut getan hätten, damit man das noch ein bisschen ausführlicher erzählen könnte und vielleicht auch noch eine Perspektive dazu bringt, die dann eher so aus der Ich-Erzählung gewesen wäre und die dann das vielleicht tatsächlich für uns Leser noch ein bisschen greifbarer machen können. Für mich ist der Sarg nicht ganz so gelungen wie offline, aber steht ihm nur in sehr wenig nach. Das ist natürlich gefühlt von der Thematik überhaupt nicht vergleichbar, das will ich damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen. Aber vom Spannungslevel ja, hatte mich tatsächlich der Sarg sehr. Also es war schon so, dass man den Abschnitt vom Tag gelesen hat und dachte, eigentlich will ich weiterlesen. Es war dann auch beim vorletzten Abschnitt Freitag so, dass ich gesagt habe, so, jetzt mache ich eine kurze Lesepause und dann muss ich heute unbedingt noch wissen, wie das ausgeht. Ich kann da nicht bis morgen warten. Und so ging es tatsächlich sehr, sehr vielen. Es gab auch schon die ersten Berichte am Donnerstag, dass das Buch weggesuchtet wurde. Und es hatte eben diese Sogwirkung, diese Spannung, dieses Spannungsgeladen und eben auch dieses Atemlosmachende für mich, und das hat für mich schon höchste Thriller-Qualität. Also das, ja, mir hat es Freude gebracht, mir hat es Spaß gemacht, insofern man das sagen kann. Es hat mich unterhalten und es hat wirklich auch Kopfkino beschert, was natürlich bei einem Thriller nicht immer unbedingt das Beste ist. Aber ja, es wird nicht mein letzter Strobel sein. Ich weiß gar nicht, ob für dieses Jahr etwas von ihm angekündigt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch in der Reihe mit den Ermittlern weiterlese, obwohl die tatsächlich ein großer Kritikpunkt waren, weil ich die manchmal schon ein bisschen sehr wehleidig und jammrig fand und so problembeladen. Und auch manchmal so ein bisschen dumm, und man sich dann so fragt, also wenn wirklich alle Ermittler so arbeiten würden, dann fragt man sich nicht, warum so viele Fälle ungeklärt sind. Aber
ja, das wäre sehr gemein und böse und ich glaube, dass das halt nur sehr überspitzt ist, aber es ist schon manchmal sehr anstrengend, wenn Leute in ihrem Job auch ständig mit ihren privaten Dingen einfach immer so beschäftigt sind. Ja, also das ist so die Kritik, aber ansonsten bin ich ein sehr gelungener Thriller, auch ein kleiner Thriller-Highlight und dementsprechend natürlich in dieser Woche zwei kleine Highlights und eher ein Buch, von daher... Ja, auf jeden Fall besser als in den letzten Wochen, wo ich ja tatsächlich auch immer mal ein Buch abgebrochen habe. Aber ich habe natürlich ganz bewusst auch in dieser Woche zu gar keinem Jugendbuch gegriffen. Und ja, von daher, vielleicht war das einfach auch eine gute Entscheidung, sich in Genres zu begeben, die man gerne liest. Wobei ich ja sagen muss, Thriller ist ja tatsächlich zurzeit eher ein bisschen Mauer bei mir, wo ich gar nicht so richtig weiß, warum. Aber wahrscheinlich ist einfach gerade der Weltschmerz und das einfach zu groß. Da muss man sich nicht mit Thrillern oder Ähnlichem umgeben, um dass einem noch irgendwie leidiger wird. Und ja, das war die Lesewoche. Ich finde sie tatsächlich ganz gut. Sogar Pidal the World habe ich ja beendet, weil ich immer neugierig war. Der Rest wirklich kleine Highlights in ihren Genres, was ich richtig, richtig toll fand. Und ja, das freut mich wirklich sehr. Ansonsten serientechnisch habe ich nach wie vor nichts zu bieten. Ich habe mit Lock and Key angefangen, war aber nach der ersten Folge irgendwie noch nicht so richtig... Ja, gebannt, liebäugle mit Game of Thrones und Sherlock. Weißt aber, wenn ich das anfange, dann, würde ja gerne auch mal wieder was Neues ansehen. Paddy schwärmt zurzeit ja sehr von Dark. Da gibt es ja schon zwei Staffeln und ich weiß auch, dass ich die erste mal angefangen habe, aber dann irgendwie gar nicht weitergeschaut hatte, weiß aber auch gar nicht mehr warum. Und die zweite Staffel soll ja großartig sein. Zudem würde ich super gerne dieses Beverly Hills 90210, dieses BH 90210 mir ansehen. Das läuft ja aber irgendwie auf irgendeinem anderen Streamingdienst, der irgendwie zum Privatfernsehen gehört. Und ich bin mir noch nicht schlüssig, ob ich jetzt noch was an Streamingdienst möchte. Gut, man könnte jetzt vielleicht zum Probemonat einfach mal machen, um sich das anzuschauen, aber... Ach, das ist schon irgendwie, irgendwann verliert man gefühlt halt auch die Übersicht. Was hat man, wo hat man es und wozu? Und ja, von daher mal sehen. Vielleicht tatsächlich wird es irgendwie Dark oder ich versinke jetzt in der Woche, wenn ihr das jetzt gesehen habt, vielleicht tatsächlich auch in einem Hörbuch. Ich hätte nämlich wieder mega Bock jetzt auch auf ein Hörbuch und es ist auch schon was Neues eingezogen und ja, das seht ihr dann ja gegebenenfalls in der nächsten Bücherwoche. Ja, zur Leipziger Buchmesse. Theoretisch bin ich von Donnerstag bis Samstag da. Je nachdem, ob sie stattfinden wird und wie auch immer. Und es ist auch ja das Bücherfreunde-Treffen geplant für Samstag um 13 Uhr. Da freue ich mich auch sehr überhaupt, um auch einfach die Menschen dort zu treffen und zu sehen. Und ja, ich bin trotzdem gespannt, wie das so ein bisschen jetzt die nächsten Tage so weitergeht. Aber ja, zum aktuellen Stand, wenn dieses Video gedreht wird, ist noch alles im grünen Bereich. Und ja, das war's jetzt auch von mir. Muss ich gar nicht weiter groß drumherum reden. Ich hoffe, auch ihr hattet eine angenehme Lesewoche. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was so eure Bücher der Woche waren oder das Buch der Woche oder auch das Lesehighlight aus dem Februar. Alle Infos zu den Büchern, wie immer, unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi. Yeah.